Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce: Shadow of the Phoenix. Oder Phönix. Ich sag Shadow of the Phoenix. In Zukunft. Ja, wir sind auf der zweiten Map angekommen, der Onyxfrucht. Wir spielen mit dem Träger des Phönixsteins. Also unser erster Playthrough von Shadow of the Phoenix. Von der Phoenix-Kampagne einfach mal. Vorsicht! Und haben wieder schon mal viel Erwarte Befehle! Spaß mit unserer ersten Basis und Gegnern. Und wir haben Urias dabei, der ein bisschen angeschlagen ist. So. Ja. Wir bräuchten jetzt einen Aria-Schrein, um Aria zu sammeln. Wer hätte es gedacht? Und da wir genug Holz haben, gebe ich uns nochmal 5 Scharfschützen, dann haben wir wenigstens 20. Könnten auch die Hunde nachbilden. Also jetzt gerade am Anfang finde ich die recht praktisch, die Schwarmkreaturen, sage ich jetzt einfach mal. Oder die Schwarmeinheiten, die Meuteeinheiten. Weil sie einfach günstige Nahkämpfer sind, die jetzt nicht unbedingt super toll sind, aber auch nicht wirklich schwach. Für manche Völker jetzt nicht so praktisch, also gerade für Elfen und Trolle. Außer natürlich, man hat mit Elfen und Trollen noch eine Unterstützung. So, jetzt bräuchten wir Aria, damit wir die Priester, Kleriker verbessern könnten. Errichten wir auch hier vorne irgendwo ein großes Haupthaus, damit wir unseren Block, Titan rufen können. Bereit. Ja? Also so sagen wir hier, großes Haupthaus. Wir haben das Aria für die Kleriker. Neue Fähigkeit verfügbar. Einsatzbereit. Ups. Einsatzbereit. So. Ja, für den Feuersegen, für die Paladine brauchen wir noch ein bisschen. Ja, hier weiter vorne gibt es noch mehr Eisen, was wir dann abzwacken müssten.
auch nochmal Aria. So, jetzt kann ich anfangen mit meinem paar Kleriker zu erstellen. 10 Stück. Das dürfte da nämlich auch ungemein helfen. Damit wir das Ork-Lager hier ausheben können. Gebäude wurde errichtet. So, das große Haupthaus ist fertig. Da kommt wieder ein Hasim-Kämpfer. Noch 2 Kleriker. Schon auf dem Weg. Die Orks sind jetzt ziemlich ruhig geworden, übrigens. Also ja, man merkt, solche Hasim-Kämpfer sind dann doch etwas stärker. Gegen unsere Hundis. Oh. Ich habe nichts gesagt gegen die Orks. Die Orks schicken einen Kampfverband. Einsatzbereit. Gebt das Zeichen. Einsatzbereit. Befehl verstanden. Ja, Streuner sind sowas wie Veteranen, so wie sie aussehen. Kämpfer und Speerträger kennen wir ja. Und Schläger. Wobei der Schläger unbewaffnet ist. Tag, Jungs. Wo wollt ihr denn hinlatschen? Vorsicht! Sind auf Feinde gestoßen! Erwarte Befehle! Ja, und die Kleriker halten uns auch die Hunde etwas länger am Leben. Dann können wir mal weiter zum Angriff gehen. Neue Fähigkeit ja, verfügbar. Kein Problem. So. Ihr errichtet mir jetzt eine Getreidefarm. Sagen wir hier. Wird sofort erledigt. Sie schlagen zu! Bleibt standhaft! Jawohl! Sie schlagen zu! So.
Oh, Heldenmonument. Das ist dann auch praktisch. Verteidigt euch! Feindkontakt! Zurück mit euch! Bleibt standhaft! Auf mein Kommando! Und wir können theoretisch mal unsere ersten paar Paladine ausbilden. Ja, die Forschung haben wir, also Paladine. Gebt das Zeichen. So. Erstmal das Lager platt machen. Oh, jetzt fehlt uns das Aria für noch einen Paladin. Jetzt können wir den Paladin. Wir können auch hier hinten gleich wieder ein Upgrade machen. Nee, da warten wir lieber auf unsere Paladine. Ach du meine Güte. Schützen, hauptsächlich Schützen kommen da jetzt angerannt. Einsatzbereit. Gebiet sichern. Befehl verstanden. Verstärkt die Verteidigung. Vor allem Schützen. Befehl verstanden. Bereit für den Kampf. Sie schlagen zu. Bin unterwegs. Standhaft. Oh, wir verlieren Kleriker, nicht so gut. Bleibt standhaft! Vorsicht! Vorsicht, sie sind hier! Okay, wir haben unsere gesamte Hundestaffel verloren. Hier noch mehr Kleriker, nicht so gut. Feindkontakt! Hier! Die Gemeinheit scheint zu sein, die Hakim scheint schießen zu können. Bereit für den Tor offen halten! Verteidigt euch! Auch im Nahkampf schießen zu können. Bleibt standhaft! Erwarte euer Kommando. Bereit für den Kampf. So. Noch ein Grund mehr, warum wir mehr Nahkämpfer bräuchten. Jawohl! Und warum wir Defense-Gebäude dann bräuchten? Oh,